Rallye-Fahrer, das sind Abenteurer von heute. Immer auf der Suche nach dem Kick sind sie bereit, bis an ihre körperlichen Grenzen zu gehen. Doch die meisten Rallyes sind für den Normalsterblichen unerreichbar. Entweder sind sie zu teuer oder schlichtweg einfach zu weit weg oder zu exklusiv. Bei der Allgäu-Orient-Rallye ist das anders. Zum fünften Mal ging es von Oberstaufen nach Amman in Jordanien. Insgesamt durchquerten die Teilnehmer 13 Länder in 2 Wochen. Das Ganze in Autos, die kurz vor der Verschrottung stehen. Was tut man nicht alles für einen guten Zweck? Die Benztown-Beduinen aus Stuttgart waren bei der letzten Rallye dabei. Jetzt sind sie hier und erzählen uns von ihren beeindruckenden Erlebnissen. Über 100 Teams starteten Ende April in Oberstaufen Richtung Jordanien. Das Stuttgarter Team Benztown-Beduinen ging mit guter Laune und der Hoffnung auf Abenteuer an den Start. Nicht mehr als 1000 Euro durfte das Auto wert sein, damit Jordanien keinen Zoll erhebt. Operation kann hier beginnen. Am Ziel haben sie ihren alten Mercedes verkauft. Der Erlös ging an ein Hilfsprojekt. Dafür fuhren sie 6000 Kilometer Landstraße, bei sengender Hitze, ohne Navi und Klimaanlage. Ja, herzlich willkommen. Bevor Sie mir jetzt gleich von Ihren Abenteuern erzählen, bitte ich Sie aber erstmal hier ans Abenteuer-Tischkicker. Strapazen sind Sie ja gewöhnt. Heute wollen wir im Doppelspiel. Geht schon los. Sie sind meine Verteidigung. Da war ich in den letzten Tagen total schwach. Ich will nicht sagen, dass ich im Sturm besser war, aber... Das wird sich jetzt ändern, hoffentlich. Wäre nicht. Oh, oh, oh. Ja! Genau. Hopp, hopp. Sehen Sie? Ja, Sie haben es. Ja. Ja. Ah, wunderbar. Ach, Alter. Ja. Jetzt geht es mir doch gleich besser. Dabei sind wir doch Motorsportler. So, eigentlich. Nachher bin ich ganz nett zu haben Ihnen. Wir denn genau, nochmal, okay. Ein paar Sekunden haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch einen rein. Sie sind mein Mann, Herr Schäfer. Ausgleich. Gleich ist es soweit. Ja, das tun Sie. Denkt ja. Auch ja. Ich glaube, das war eindeutig. Ja, super. Ja. Ach, weiter, oder? Oh, schade. Aber nachher gibt es noch eine kurze Revanche. Aber jetzt bitte ich Sie erstmal hier zu uns quasi auf die bequemen Sessel. Das haben Sie sich jetzt verdient. Ja, ich nehme mal an, so einen Tischkicker hatten Sie bei Ihrem Abenteuer-Rallye nicht dabei, oder? Nee, wir hatten Bälle dabei, wir hatten Frisbee-Scheiben dabei, die auch verschiedentlich zum Einsatz kamen, an Tankstellen, an Stränden, weil man doch nach einigen Stunden im Fahrzeug sich gerne mal ein bisschen bewegt. Aber einen Tischkicker hatten wir nicht dabei. Wie lange saßen Sie wie viele Stunden am Tag am Steuer? Wir saßen von 7-8 Stunden bis hin zu 19 Stunden. Das war einmal unser Maximalwert. Kroatien und Griechenland hat sich das abgespielt am Steuer. Aber es wird keine Sekunde langweilig. Es wird hier so bezeichnet als eine der kuriosesten Motorsportveranstaltungen der Welt überhaupt. Was ist so anders an dieser Motorsportveranstaltung? Die Fahrzeuge. Ja, ist auch viel improvisiert, muss man sagen. Natürlich. Was geht denn gar nicht? Was ist zum Beispiel verboten da? Wir dürfen, also zum einen gab es, also es gab Reglement gegen erstmal das Fahrzeug, also man durfte maximal 1111 Euro ausgeben. Ja, das sagt schon einiges. Oder das Fahrzeug musste 20 Jahre alt sein. Was gab es noch? Man durfte keine Autobahn benutzen, das war ein sehr strenges Reglement. Navigationsgeräte? Ja, genau, Navigationsgeräte durfte man auch nicht. Übernachtung war 10 Euro maximal pro Nacht durfte man ausgeben. Genau. Man durfte nur maximal 666 Kilometer pro Tag fahren. Also gab es schon ein paar Regeln. Frau Hartmann, Manuela Hartmann, ja, Sie sind überhaupt so eine der ganz wenigen Frauen gewesen bei dieser Rallye. Was hat Sie so gereizt, sich quasi in diese Männerdomäne zu stürzen, mit Staub und Dreck und allem? Ach, ich weiß gar nicht, ob es eine Männerdomäne ist. Also Frauen fahren ja auch gerne Autos. Also wir waren jetzt 2 unter 10 oder 12 Teammitgliedern, die wir waren. Und also wir waren, glaube ich, wirklich gleichberechtigt. Das war ganz entspannt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es eine Männerdomäne ist. Und Sie waren hervorragende Autofahrerinnen, unsere beiden Mitfahrerinnen. Genau. Das ist schon mal gut. Christoph Gatti, Sie sind auch mitgefahren, wie natürlich hier alle sozusagen. Wie sah denn überhaupt Ihr Leben aus während dieser 10 Tage, so lang ging die Rallye? Ja, das Fahrzeug, das Auto war zugleich Fortbewegungsmittel wie auch Wohnzimmer, wie auch manchmal Küche und Speisesaal. In unserem Fall sogar auch das Schlafzimmer gleichzeitig. 5 von uns hatten Wie viele saßen bei Ihnen im Auto?
Pro Auto sitzen immer zwei Personen. Die haben alle in dem drin. Auto geschlafen. Und wir hatten sechs Autos, fünf davon Kombis, eine Limousine. Bei den Kombis war es kein Problem. Die haben hinten freigemacht und sich dann zu zweit hinten lang gemacht. Wir für unsere Limousine hatten ein Zelt dabei, das allerdings nur ein einziges Mal zum Einsatz kam. Ab dem zweiten Tag war uns das dann nach so vielen Stunden Fahrerei zu viel Aufwand. Wir haben den Sitz nach hinten gekurbelt, haben eine Reisetasche in den Fußraum rein und dann haben wir uns lang gemacht und es ging einwandfrei. Also oh, die Knochen haben nicht wehgetan. Übrigens, man durfte ja, glaube ich, auch nur so im Schnitt 11 Euro pro Nacht, wenn man überhaupt woanders übernachten hätte wollen, verbrauchen. Das heißt, auch das Badezimmer war Ihr Auto? Gewissermaßen duschen? Ziemlich, war nicht, ja. Oder? Ja. Das erste Mal gesäubert haben wir uns an der Stranddusche in Griechenland. Ja. Nach zwei Tagen Autofahrt. Richtig. Okay. Und dann kann ich mich an einen besonders schönen Platz irgendwo in der Osttürkei erinnern. Da haben wir eine Art Oase mit Olivenbäumen und Feldern außenrum gefunden, wo auch noch ein Brunnen stand. Also das war wie geschaffen für uns, haben genau die sechs Autos hingepasst und da haben wir dann Zähne geputzt, haben uns rasieren können. Ich glaube, Zähneputzen war noch nie so schön wahrscheinlich. Und überhaupt baden oder duschen dann. Ja, also ja, es war super, wirklich, das war ein sehr schöner Ort, ja. Sie haben ja auch Ihre Reise.